Komm her. Ich meine, hier eine Welle machen zu müssen. Okay, aber irgendwo sind noch welche, das weiß ich. Eines ist noch da. Oder sind die jetzt wieder zufrieden? Ah, wow, du bist ein wahrer Held. Okay. Dann haben wir alle erwischt. Gut, 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 gut. Ihre Flugeinheiten zerstören kann, okay. So, extra kurz noch weggedreht. Um zu husten. So, jetzt gehen wir weiter den Entolons hier Stress machen, Druck machen. Haben wir nur noch drei Dinger, die Entolons, oder? Danach ist es Marderreich dran. Haben wir auch wieder Handelsrouten frei, können wir wieder neue Handelsrouten setzen. Schon gut, Krieg ist billiger. Wollte ich auch gar nicht machen, was ich da gerade geklickt habe. Voll geil. Kann man auch nicht in der Luft abfangen, ne, wenn das da runterbollert. Mein Gott. So, wir haben hier noch ein paar Viecher mitnehmen, komm. So, vier Stück reicht. So sind das. Allesfresser, jawohl. Gut. Sehr schön. Dann gehen wir mal rüber und da ein paar Bomben abwerfen. Werf doch eine Bombe ins Entolon-Land und hier liegt was rum. Das sammeln wir mal mal ein. Immerhin zwei lila Gewürz oder violettes Gewürz. Waren eigentlich ganz stark Verbündete, also relativ starke Verbündete, die Entolons. Aber egal. Nix hält ewig, ne? Oder liegt auch viel rum. Ich glaube, jetzt war schon zu viel abgeworfen. Oh ja. Ich glaube, wir sind schon wieder voll. Na toll. Wir müssen echt nochmal den Frachtraum, glaube ich, erweitern. Aber jetzt haben wir wieder von jedem Gewürzfarbe ja was angelegt. Das ist natürlich was anderes. So, mal diesmal weniger Bomben abwerfen, dass es nicht wieder gleich kaputt ist. Jawohl, haben wenigstens den Planeten haben wir noch für uns beanspruchen können mit dem letzten Punkt, was wir noch hatten. Glückwunsch, du hast die Feinde mit militärischer Gewalt in dein Blablabla und so weiter. 32.000, nehmen wir an. Bevor ich jetzt wieder rumfliege und ewig suche, nehmen wir das direkt an. Das ist ein guter Preis. Ein fairer Preis. Okay, und dann machen wir die anderen zwei Endolon-Dinger auch noch kaputt. So, und wo ist es? Noch Entolon, Entolon? Hier. Entolons haben sich eh gleich im Wohlgefallen aufgelöst. Aber Moment, feindliche UFOs greifen schon wieder hier an. Da müssen wir nochmal schnell zurück. Aber es sind wahrscheinlich auch wieder die Entolons, die da Stress machen. Oh, hier gibt es noch was zum Mitnehmen. Greifen die einfach mal Stone an. Ne? Wir könnten auf Stone, könnten wir ja auch mal... Aber wir haben ja eigentlich genug da liegen. Wo fliegen sie denn da hinten? Ne, das sind Piraten, glaube ich, die hier angreifen. Na, mal gucken. Erstmal, wenn ich schon zu Hause bin, nehme ich mal das Gewürz noch mit. So, mal wieder ausspucken. Zack. Butzbang. Wo düsen die denn rum, die blöden Pisser? Alle weg, oder was? Tatsache, alle schon weg, Leute. Wir haben schon einmal die Piraten, ne? Das nehmen wir mit. Das verkaufe ich jetzt hier auch einmal, weil es kann. Und haben wir schon wieder 2 Millionen zusammen. Wunderbar. Und einen Verbündeten weniger, wohlgemerkt. Gleich. So. Also. Darunter eben.
Das dürfte der T3-Planet sein, oder? Ne, das ist ein T0, Leute. Den T0, den will ich gar nicht haben, weil der bringt uns eh nichts. Da muss ich noch drauf zahlen am Ende. Ah, daneben. Man kann ja T0-Planeten zu T3 umformen, aber damit haben wir uns gar nicht beschäftigt. Ne? Also man hat gar nicht alles gesehen bei Spore. Wie gesagt, die Weltraumphase, das habe ich ja schon gesagt, die hat mir ja auch gar nicht gefallen. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Aber egal, wir erobern das einfach mal, weil dann haben wir nämlich mehr verschiedene Planetensysteme, Sonnensysteme für uns. Auch wenn es jetzt hier nicht viel bringt, wie gesagt, weil das ja eben T0 ist. Akzeptierst du unsere? Nein, von der Zerstörung habe ich viel mehr. Ah, die wollten eigentlich kapitulieren, aber die wären ja eh nicht von der Bildfläche verschwunden, die hätten ja immer weitergemacht. Okay, das sieht schon mal gut aus. Lass uns mal so stehen. Ah, da liegt noch was. Da liegt Gewürz. Da liegt Gewürz. Gewürz, Gewürz, Gewürz. Haben wahrscheinlich wieder keinen Platz für das Grüne. Oh nee, jetzt finde ich das noch nie wieder. Weil in der Nähe auf jeden Fall von dem Dorf lag Gewürz rum. Da. Ha. Gefindet. Grünes, oder? Nee, rotes was. Noch irgendwo ein Kästchen am rumliegen? Nö. Nö, nö, nö. Moment mal, wir werden jetzt mal, denke ich mal, was testen. Wir haben jetzt diesen Planeten eingenommen, so. Wir haben ja hier Temperatur, hohe Temperatur, ich blicke ja gar nicht durch auf dem komischen Kreisteil. Für T1 brauchen wir das. Wir sind momentan, ich blicke ja gar nicht durch. Wir müssen irgendwie die Atmosphäre höhen, senken, wie auch immer. Dann wollen wir uns mal ganz kurz nochmal nach Stone begeben. Ne, wir machen erst hier eben schnell da. Wir haben genug für die Übertragung überenden. Das ist nochmal T3-Plan. Das ist ihr letztes Ding hier. Okay. Haben wir noch eben kaputt. Oder? Ne, T0. T3 haben wir doch schon erwischt. Gut. Entolon. Ja, komm mal her, Entolon. Haben die hier schon was getan? Auf dem Planeten? Nö. Da ist es. Nehmen wir schnell, bevor die Bombe runterfällt, weil ich habe ja schon wieder eine Bombe abgeschmissen, also sehen, weil ich weggeklickt habe. Dann haben wir jetzt zwei Planeten nah bei uns. Das hat das Ganze gerade überlebt, Gott sei Dank. So, Entolons sollten sich eigentlich jetzt von der... Nee, die sind immer noch orange. Okay, das heißt, die haben noch irgendwo was. Hier müssen wir wahrscheinlich die Temperatur senken oder die Atmosphäre senken. Wollen wir mal gucken. Dass wir uns da mal Werkzeug kaufen in unserem Heimatgebiet. Können wir ja auch hier unten kaufen, das ist ja nicht so wild. So, Entolons. Das sind nicht die Entolons. Entolons sollten von der Bildfläche verschwunden sein. Aber natürlich das Marderreich. Nur das Marderreich, das faked ja unsere Farbe so ein bisschen, ne? Gehen wir erstmal hierher und holen uns den Verbündeten noch ab. Muss ja gucken, wahrscheinlich wird die Festplatte gleich voll laufen. Also was heißt gleich demnächst? Gleich ist übertrieben. Nichts Besonderes. Und aber der hatte kleine Schiffe. Die Entolons waren schon stärker auf jeden Fall. Aber hat sich schon ordentlich entwickelt, unser System hier auf jeden Fall. Ne? Gehen wir erstmal noch das Marderreich kaputt machen und dann... So, Marderreich hat hier richtig, ist hier richtig ausgeklippt. Das ist T1 und die sind hier richtig ausgerastet, ne? Oh ja, ne, ist T3. Das ist wahrscheinlich der Heimatplanet, okay? Dann machen wir gleich den wichtigsten Planeten erwischt. Weil die faken unsere Farbe, das gefällt mir schon von vornherein nicht. Natürlich auch ziemlich stark, aber es heißt ziemlich stark, relativ stark, sage ich jetzt mal. Oh nein, nein, das sind die Verbündeten. Die sind relativ stark aus dem Grunde, weil die halt mit uns im Bündnis waren, ne? Deswegen haben die natürlich ordentlichen Push gehabt. Da liegt auch noch Geld. Wo denn? Ich sehe es gar nicht. Wo denn? Ich hasse das, wenn es in die Stadt reinfällt. Oh, siehst du, das war nämlich unten drunter gelegen.
So, Bombe, 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 hier rein, Bombe. Bombe, 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 Bombe. Tipp, tipp, tipp. So, das ist auch übernommen. Ah, wir sind die Grox 2, ne, kann man sagen, ja. Oh nein, das war zu viel Bombe. Nimm das Geld mit. Mein Gott. Auf jeden Fall definitiv zu viel Bombe. Haben wir es kaputt gebombt. Dann geht's weiter hier drüben. Da haben wir noch 2, 4, 6, 7 haben wir noch. 7. Ja, warte mal, die gehen doch gar nicht. Die fallen doch gar nicht rein. Ist auf jeden Fall erobert. Bombe, 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 Bombe. Sollte reichen, oder? Ja, das reicht schon. Okay, weiter im Text. Aber wenn wir fliegen mal nach rechts, dann können wir einmal quasi, was ja ein runder Planet ist, kommen wir ja hier wieder raus. Bombe, Bombe, Bombe. Können wir mal richtig Gas geben jetzt hier. Bombe, Bombe. Es ist wie World of Warplanes hier, ne? So. Das hat nicht gereicht. Also 3 Bomben brauchen wir immer, okay? Naja, hat immer noch nicht gereicht. Mensch. Jetzt brauche ich 4 Bomben, oder was? So. Jetzt ist es. So, Achtung. Bombe, Bombe, Bombe. So. Bombe, 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 Bombe. Also machen wir auf wirklich 4, okay? Vielleicht sogar 5 hier an der Stelle. Gut, die hat es auf jeden Fall zerrissen. Nein, das ist ein Verbündeter. Nein, alliierte Reparatur. Sorry, Kollege. Gut, wenn die Schall halt kaputt geht, dann geht's halt kaputt, können wir nicht ändern, ne? Eine Bombe sollte reichen normalerweise. Jawohl. Eins haben wir noch, dann können wir das alles für uns hier beanspruchen. Dann sind wir auch wieder fast auf dem alten Spielstand, weil das Mana-Reich haben wir eigentlich schon mal zerstört. Haben wir ja nur aufgrund des Spielabsturzes haben wir das wieder da. Weil ich ja nochmal, wie gesagt, das nochmal alles nachgeholt habe, was ich da erreicht hatte. Sonst wäre ich wohl schon durch. Okay, ist alles unseres. So, wir wollen ja mal gucken. Jetzt sind wir ja eh gerade mal hier. Wir brauchen keinen Glücksstrahl. Wir brauchen auch kein Spezies-Ausrotter, sondern das zum Beispiel wäre nicht schlecht. Und daneben zu natürlich den Kältestrahl. Und dann brauchen wir aber noch ich such's gerade. Sorry, Leute. auf die Planetenwärtsziele um die Temperatur und Atmosphäre zu senken, so hin, das ist natürlich mit dem Werkzeug schon wesentlich besser zu handhaben. Auf einem Planeten verwenden, um dessen Oberfläche zu ebnen. Gelände ebnen, auf Planeten verwenden, das ist dasselbe. Gelände senken, Gelände höhen, erhöhen, Gelände heben, groß, Gelände heben, groß. Das kann ich wahrscheinlich nur einmal anwenden oder so. Mal gucken, wie das läuft. Schauen wir mal. Gelände heben groß. Da hätte man natürlich auch gleich das nehmen können. Gelände senken groß. Ne, so viel Geld haben wir auch gar nicht mehr. Ne? Das reicht jetzt mal. Komm. Auf jeden Fall mehr für Atmosphäre zu sorgen. Okay, da haben wir erstmal ein bisschen was. Um seine Atmosphäre zu heben, um seine Atmosphäre zu senken. Haben wir gerade kein Geld mehr für. Vielleicht können wir damit ja schon was anfangen, dass wir das auch mal gesehen haben, ne? Noch schnell, bevor wir hier fertig sind. Schauen wir mal, alles geht. Eigentlich wollte ich ja SimCity aufnehmen, ne? Ah, da kann man sogar so viel, eingenommen, dass wir 40 auf jeden Fall sammeln können. So, wo sind die T0-Planeten? Das ist natürlich alles nicht mehr so, das sind die 2 Mada-Planeten. Wir haben ja irgendwo bei Stone, haben wir doch diesen kleinen Planeten, da können wir es am ehesten wahrscheinlich testen. Da haben wir alles, das ist ja so ein kleiner Wasserplanet, da hätten wir auch pinkes Zeug zum Einsammeln. Da gehen wir mal schauen, was wir da regeln können jetzt, weil viel Wasser ist. Und ja, mal gucken. Also, wir haben jetzt hier Temperatur. Da der rote Punkt, glaube ich, zeigt an, wo die Temperatur ist. Die ist definitiv, ist die Atmosphäre zu dicht. Das heißt, wir müssen die Atmosphäre senken, oder? Normalerweise. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Ey. Ich habe gar keinen Plan, was ich eigentlich gerade tue. Also wir müssen Atmosphäre senken.
um für mehr Atmosphäre zu sorgen. Ja, wir brauchen ja weniger. Atmosphäre ist eigentlich okay. Wir müssen. Ich habe gar keinen Plan, was wir hier machen. Warte mal, wir machen jetzt mal einen Kältestrahl. Gar keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Voll geil. Okay. Das ist geil, wenn man was macht, wenn man keine Ahnung hat, was man da macht. Okay, also dabei kann auf jeden Fall Gelände rausholen. Das ist ja schon mal sehr schön. Aber wir müssen theoretisch, oder ist es zu kalt und müssen es vielleicht wärmer machen? Hitzestrahl. Warte mal. Kann man mal gucken, was passiert. Mal wursteln, man will ja mal ein bisschen was lernen hier. Ich habe nach wie vor null Ahnung, was ich hier tue. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pflanze auspacke, können wir ja mal testen. Nehmen wir mal eine Pflanze, die ist sofort weg. Ja. Du musst den T-Score, damit die Spezies hier überleben kann. Ich würde gerne wissen, ob die verbrennt oder ob die erfriert, warum die kaputt geht, würde ich halt gerne wissen. Ne? Das wäre halt coole Sache auf jeden Fall, wenn ich wüsste, warum die kaputt geht. Sind wir genauso schlau wie vorher. Ah, jetzt dreht sich da unten wieder was. Jetzt geht es in Richtung kühler. Also ich muss die Atmosphäre irgendwie senken. Müssen wir nochmal rüberfliegen. Wir müssen nochmal holen, von die Atmosphäre senken können. Das können wir ja auch hier holen bei unseren Stone-Planeten. Also wir müssen die Atmosphäre senken. Auf dem Planet, um die Atmosphäre zu senken. Ist auch billiger hier, Leute. Das ist um die Atmosphäre... Ne, jetzt hatten sie denselben Preis. Um die Atmosphäre zu erhöhen. Noch irgendwas? Atmosphärenvereise. Die Temperatur und die Atmosphäre zu senken. Ah ja, ja, jetzt wird es aber kompliziert hier. Ja, mal schauen. Alles geht, ne, Leute. Alles geht. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Wenn wir jetzt die Atmosphäre senken, weil ich glaube, die Atmosphäre ist definitiv zu hoch. Die Temperatur ist, glaube ich, im richtigen Rahmen. Das ist ja der Punkt und der muss in die Mitte gehen irgendwie. Okay, sagen wir mal die Atmosphäre senken. Machen wir das mal hier auf dem kleinen Zipfel, Landfläche. Atmosphärensenker, also minus. Jawohl, wir haben es gecheckt. Seht ihr das? Es geht also Richtung T1. Wir müssen auf jeden Fall die Temperatur noch erhöhen ein bisschen. Temperatur erhöhen. Temperatur erhöhen ist hier. Mit dem Hitzestrahl. Auf jeden Fall bewegen wir uns. Das reicht, das reicht, das reicht. Ich glaube, der hat noch nicht gereicht, die Atmosphäre. Müssen wir noch einen Trockenzeitgenerator benutzen. Jawohl. Tada, wir haben es gecheckt, das ist das Thema. Ganz einfach. So, wir haben jetzt hier den T1-Score erreicht auf diesem komischen Planeten. Hier ist eigentlich total scheiße auf dem Planeten. Total sinnlos. Aber egal, was soll der Geiz. Wir haben es zumindest gecheckt. Wir haben ja irgendwo hier haben wir schon eine Basis errichtet. Und zwar da hinten. Dann werden wir da auch ein bisschen die Landfläche noch erhöhen. Würde ich sagen, dass wir einfach hier noch ein bisschen... Oh, die sind ja schon ein bisschen verbunden. Egal, mal hier so. Rette den Planeten Jos von einer Ökokatastrophe. Jetzt mache ich erstmal hier. Ich kann ihn nicht zerreißen. Also, wir brauchen eine große Pflanze. Wir brauchen einen... Wir brauchen erst die Pflanzen, sonst sind die Tiere gleich wieder tot. Wir brauchen eine mittlere Pflanze und eine kleine Pflanze. Ich habe eine kleine Pflanze. Natürlich habe ich eine kleine Pflanze. Du hast den T-Score des Planeten stabilisiert. Jawohl, jetzt können wir Viecher aussetzen. Ein Pflanzenfresser.
So, der ist schon raus. Noch ein Pflanzenfresser. Und einen Allesfresser. BZW Fleischfresser brauchen wir noch. Und einen Fleischfresser. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Haben wir keinen mehr? Doch, müssen. Müssen haben. Habt ihr jetzt welche eingesammelt? Allesfresser hier. Tada! Wir haben auf jeden Fall hier den Terra-Score erhöht auf 1. Das reicht aber auf dem Planeten vollkommen. Nein. Ups. So, ein paar Geschütztürme einbringen, aber nur hier ein da, das reicht vollkommen. Aus dem Grunde, weil wir hier ziemlich in der Mitte von unserem Zentrum sind, das sollte eigentlich passen. Wenn auch kein neues Gebäude mehr errichten, wir werden ja mal, nein. Kann ich keine gespeicherten Designs laden, oder was? What the hell? Doch, hier. Wir sind ja eigentlich verbunden. Wir können ja mal online gucken, was man also doch noch Geiles vielleicht findet. Haus in meinem Block. Okay, das ist auch geil. Das ist ein Midtown-Gebäudekomplex. Das hat mir doch vorhin schon zugesagt. Oder hier, Zukunftswohnungen. Das ist doch geil, oder? Jawohl, voll geil. Das ist das Wohnhaus hoffentlich, oder? Ja, das ist ein Wohnhaus hier. Richtige Wolkenkratzer. So, dann brauchen wir noch eine Fabrik. Ach, ich hätte gleich auf das Ding da unten drücken sollen. So, Fabriken. Zukunftsbüros. Das würde auch da richtig gut dazu passen zu den Wohnhäusern. Zwar nicht zum Planeten, aber das ist ja immer egal jetzt. Kriege ich so einen? Ne, wir haben schon Terrascore, wir haben schon genug gebaut. Das ist natürlich ein bisschen unfreundlich hier, aber egal. Das heißt, die sammeln endlich mal hier auf dem Planeten. Die werden endlich mal Gewürz sammeln, die Leute hier. Trockenzeitgenerator. Kaufen wir nochmal 2 Stück. Das ist nämlich gerade nochmal eine Idee, auch wenn das jetzt auf dem Planeten total sinnlos ist. Und zwar könnte man jetzt theoretisch gesehen, jetzt haben wir das soweit gemacht, nochmal einen aufstellen. Und wir sehen auf jeden Fall, dass wir die Temperatur noch erhöhen müssen. Oh, den Hitzestrahl wieder. Und ihr seht auf jeden Fall, jetzt haben wir gleich den zweiten Terra-Score erreicht. Also so funktioniert es auf jeden Fall, wenn ihr auch mal spielen wollt. Haben auch das mal noch gemacht, bevor hier das Let's Play endet. Wir sind jetzt T2 und können jetzt wieder Pflanzen aufstellen. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ne? Ihr stellt wieder Pflanzen auf. Wieder Viecher hin und dann brauchen wir noch eine mittlere Pflanze. Ich hoffe, dass ich, dass ich jetzt die richtigen aufstelle. Ja. Ah, es sind ja genau diese Häkchen, der verrate uns ja. Haben wir noch eine kleine Pflanze dabei? Jetzt sag bloß, wir haben keine kleine Pflanze dabei. Ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ha, hier. Alles da, ich kann alles besorgen. Ja. Zack. Und jetzt können wir wieder Viecher aufstellen. Hier, Pflanzenfresser. Ich könnte auch tiefer fliegen, dann würde das nicht so lange brauchen mit den Viechern. Machen wir auch gleich mal. So. Dann brauchen wir hier noch einen Pflanzenfresser. Und wir brauchen noch einen Alles-BZW-Fleischfresser. Haben wir natürlich noch hier. Greymon. So, und jetzt sind wir hier im Terra-Score 2. Wir können natürlich noch eine zweite Kolonie aufstellen. Haben wir natürlich auch dabei ein Kolonialset. Machen wir auch gleich mal kommen. Was soll der Geiz? Mal gucken, wo. Hier hinten vielleicht. Da sind nämlich viele, viele Gewürzdinger auf dem Haufen. Ja, hier so, oder? Passt das dahin? Jawohl. So, ein Kolonialset aufstellen. So, mal gucken auf die Fraps-Zahl, dass es nicht schon vollgelaufen ist, die Festplatte. So, und Fakt ist, wir haben diesen Planeten, den wir jetzt, das ist ja der erste Planet gewesen, den wir überhaupt, wo wir so ein Set aufgestellt haben und nie was hinbekommen haben, haben wir jetzt endlich mal was hingewurschtelt, ne? Und wir können auch hier, weil das hier alles dasselbe ist, können wir die Gebäude gleich nutzen. Nur wir werden hier gleich mal noch Unterhaltungsgebäude ja reinpacken. Zukunftsrestaurant, jawohl, das passt auch wie gesagt zu anderen Gebäuden, alles. Alles easy peasy, lemon squeezy. So.
Unterhaltung. Ah, hier können wir sogar mehr Gebäude hinstellen, weil wir jetzt T2 sind. Genau, da war ja was. So, und wir brauchen Fabrik zu teuer. Ach, wir haben kein Geld mehr. Ups. ups. Das ist aber zu wenig. Müssen wir mal verkaufen gehen, weil wir haben kein Geld mehr. Auf jeden Fall müssen die uns, normalerweise sollten die uns jetzt pinkes Gewürz dann. Die machen natürlich, dauert noch ein bisschen, bis da was geht. Aber normalerweise sollten die uns dann auf jeden Fall dann hier pinkes oder violettes Gewürz besorgen. Oh, wir werden angegriffen. Okay. Wahrscheinlich vom Marderreich. Ja, das Marderreich. Das Marderreich meint hier ausflippen zu müssen. Ist das ein Marder? Fiene ist einer von uns. Weil die auch so grün sind. Das ist immer voll verwirrend. Das habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Das ist ein Gegner. Weil ich habe ja die Bündnisse gebrochen. Auf jeden Fall könnten wir noch ein paar kleine Pflanzen gebrauchen. Wieder was dabei haben. So. Sehr schön. Nur wieder auf die Karte erstmal gucken. War's das schon? Jawohl, das war's schon. Den nehmen wir noch mit. Wir brauchen wieder Geld, wir haben ja nichts mehr. Aber jetzt haben wir das wenigstens auch mal gesehen, wie man so einen Planeten halt den Terra-Score dann ändert. Und da haben sie schon ein violettes Gewürz gesammelt. So. Wir haben wahrscheinlich keinen Platz mehr im Frachtraum, genau. Das habe ich mir gerade schon gedacht. Die kleine Pflanze wollte ich behalten. Wenn wir hier diesen Pflanzenfresser aussortieren. Ja. Und dann können wir das mitnehmen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Planeten damals ja, in meinen Besitz geholt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, oh Mist, ne? Habe ich dann damals gemerkt, das bringt ja gar nichts. Wir müssen hier erst eine Ökokatastrophe verhindern. Haben natürlich sämtliches Zeug im Frachtraum dabei, um da was zu wurschteln. Da machen wir das gleich mal noch. Aber immer bei den Lilanen, ne? Also bei den Lilanen sage ich schon, immer bei den Drachzoluzis, wo die da ausrasten. Also wo da immer was schief geht im Ökosystem. Also irgendwas machen die falsch. Oh, das ist immer gar nicht so leicht, nur die Markierten zu treffen, wenn die so auf dem Haufen laufen. Wir nähern uns auf jeden Fall den nächsten. Da. Das war natürlich jetzt gut, weil die standen weit auseinander. Da trifft man wirklich nur die Infizierten. Noch mehr? Okay. Wo denn? Ach, hier. Muss irgendwo sein. Da unten wahrscheinlich. Aber habe ich ja schon mal erwähnt, so ergibt halt dann quasi alles einen Sinn, ne? Weil früher, wo wir klein waren, sind ja auch zu uns immer Raumschiffe gekommen, ne? Ah, perfekt. Das kann ich hier direkt verkaufen. Und das Gelbe auch. Das ist auch noch gut. So, haben wir wieder 1 Million. Und wir haben... Ah, und jetzt brauche ich noch ein einziges Plakettenabzeichen, dann sind wir durch. Die Grox haben wir gesehen, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir machen das Malerreich einfach kaputt. Und dann sollten wir bis dahin eigentlich normalerweise, sollten wir dann durch sein. Hier. A29. Das waren eigentlich unsere ersten Freunde, die Malers, glaube ich, ne? So ändert sich halt der Lauf der Geschichte, ne? Kann ich es machen, das machen die Kollegen hier schon ganz alleine, die machen uns alles kaputt. Ja, und wie gesagt, so ändert sich halt dann Lauf der Dinge, ne? Frachtraum ist voll. Ich muss, der ist ständig voll, der Frachtraum, ne? Ich glaube, ich habe auch zu viele Pflanzenfresse, aber hier eine mittlere Pflanze. Die setze ich mal wieder aus. So. Hier ist auch das Ökosystem halb zusammengebrochen schon auf dem Marder-Planeten. Also ist ja hier nur ein ganz kleiner, den machen wir auch nochmal eben kaputt. Über, besser gesagt, wir nehmen das ein. Ist einfacher. Darf gehen, ne? Ist eigentlich schon schade. Das waren eigentlich auch ein recht guter Bündnispartner, also von der Stärke her. Waren die eigentlich auch recht gut, also da konnte man nicht meckern. Mann, jetzt sieht da mal das Gewürz auf, verdammte Hacke. So. Ich glaube, eine Bombe reicht, oder? Ja,
das war's schon. Und auch den erobern wir uns. In unsere Reichtümer. Das System ist erobert. Hallo, hallo, hallo. Auf dem blinden Wald. Ja, ab geht wieder, ne? So müssen wir mal gucken, ob wir immer noch Gewürze verkaufen können, weil...